Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stardew Valley. Tag 22 im Frühling des zweiten Jahres. So, wenn man kurz vergisst, wie Moderation funktioniert. Okay, Wetterbericht. Sonnig. Wahrsager. Neutral. Leben vom Land. Hier ein Tipp für die Abenteurer unter euch. Denkt an den Spezialangriff eurer Waffe. Schwerter können Angriffe blocken, was bei Schleimangriffen sehr gelegen kommt. Keulen können auf den Boden schlagen, wodurch Gegner in die Luft gewirbelt werden. Und mit einem Dolch könnt ihr einen superschnellen Dreifachangriff ausführen. Passt auf euch auf. Okay. Wir haben einen Brief. Heidi, ich habe viel zu viel Dünger für den Garten bestellt. Ich bin mir sicher, du kannst was damit anfangen. Pass auf dich auf, Jody. Geil. Dankeschön. So. Ist hier irgendwas hier unten? Die Pastinaken sind fertig. Der Knoblauch noch nicht. Ah ja, hier, das habe ich übrigens nachgelesen. Das ist tatsächlich ein zufälliges Event, was auftreten kann mit einer wahnsinns geringen Geschwindigkeit, auch nur einmal pro Spielstand. Was wollt ihr? Zwei Seeigel. Okay, müssen wir mal gucken. Und das, was passiert ist, ist völlig normal. Wenn wir jetzt noch weiteres Glück haben und wir zum Beispiel schon mal keine Seeigel haben, dann können wir demnächst sein, dass wir noch was anderes treffen. Aber nicht hier auf der Farm. Also ich habe das mal nachgeschaut. Oh, ja. So. Jetzt Hühnchen streicheln und rauslassen. So, zack. Hühnchen streicheln, so. Und Hühnchen raus. Brauchen wir zumindest keine Sorgen machen, dass wir zu wenig Gras haben. So, erstmal Hallo Kühe. Gucken wir mal, ob wir heute melken können. Hier geht. Da geht auch. Sehr gut. So, dann einfach raus. Zack. Und dann könnt ihr auch schon nach draußen. Ich lasse das einfach jetzt erstmal so da stehen. Die Eier packe ich in die Verkaufskiste, genau wie die Milch. Und dann was brauchen wir? Gold, 400 Holz und 150 Stein. So. Aber wir könnten sogar das den großen Stall bauen. Aber wir nehmen jetzt erstmal den Hühnerstall. Erstmal ein bisschen Steine hier einladen. 20, 30, 40, 150 und 400 Holz. Das dauert jetzt ein bisschen, bis wir da die 400 zusammen haben. Dann. Entschuldigung. Kann man irgendwie so. Das ist die Hälfte des Jahres? 4, 3, 2, 1. So. Und 400 Holz. Und Geld haben wir dabei. Perfekt. Okay. Dann schwingen wir uns nochmal auf unser treues Ross. Ich weiß immer noch nicht, was ich hier für Bäume gepflanzt habe. Ihr wisst das auch nicht. Ich habe den Lauch nicht eingepackt. Ich ja mal machen können, ne? Und direkt zu Evelyn gekonnt. Naja.
Da, hallo Robin. Ich möchte gerne ein Hofgebäude errichten und ich möchte einen großen Hühnerstall bauen. Was hat einen Hühnerstall? Ah ne, leider ist nicht das gleiche. Ich will nur mal kurz gucken. Was ist denn, wenn ich hier sage, ich will nur mal kurz wissen, Gebäude streichen. Was kann ich da eine Farbe aussuchen? Gebäude kann nicht gestrichen werden. Ah ja. Gut, dann hat sich das schon erledigt. Großer Hühnerstall. Den möchte ich gerne bauen, ja. So, wähle Hofgebäude Hühnerstall zur Verbesserung. Jo, gar kein Problem. Dick. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen und danach arbeiten. Und dann, jetzt könnten wir hier noch Möbel kaufen, wenn wir das denn wollen. Nur hier Handarbeit ist das so zum Beispiel in allen angrenzenden Thronen. Das ist ein Stück normales Holz. Ja, das brauche ich aber nicht. Bett, Doppelbett, Laternenpfahl. Das sind alles Rezepte. Schön, aber bräunig. So. Dann galoppieren wir nochmal nach Hause. Und sammeln mal einen Lauch ein. Dülüm, dülüm. Wenn ich den jetzt nicht doch aus Versehen verkauft habe. Nein, da sind die Frühlingszwiebeln. Das, das. Und jetzt schon mal die Kiste. Da sind die Kaffeebohnen. Da ist der Lauch. Und dann... Und dann einmal aufs Pferd geworfen. Und dann reiten wir mal zu Evelyn, um ihr den Lauch zu geben. Hallo, Cass. Oh. Okay, George, atme einmal bitte tief für mich ein. Dreh dich um, bitte. George, ich muss ehrlich mit dir sein. Du solltest dein Leben ein wenig umkrempeln, wenn du gesund bleiben willst. Ich empfehle dir, deinen Natriumkonsum einzuschränken und deine Arme regelmäßig zu trainieren. Er ist nicht happy darüber. Ich weiß selbst, was das Beste für mich ist. Für wen hältst du mich, mir hier irgendwelche Vorschriften zu machen? Ich bin dein Arzt, George. So ist es nun einmal. Und ich habe 8 Jahre studiert und gelernt, wie man Menschen hilft, gesund zu bleiben. Oh, oh. Oh! Tut mir leid, aber du solltest nicht hier sein. Diese Untersuchungen sind privat. Nicht so schnell. Ich hätte gerne eine zweite Meinung von dieser jungen Frau. Klar, weil wir auch voll den medizinischen Hintergrund haben. Nun gut. Lilly, was denkst du, was George tun soll? Nein, ich finde schon, dass man den Rat des Arztes versuchen soll. Danke, Lilly. Siehst du, George, ich versuche nur, dir zu helfen. In Ordnung, ich werde auf dich hören. Danke für deine Hilfe, Lilly. Ich weiß das zu schätzen. Naja, der weiß ja was. Nicht immer haben Ärzte recht, das ist wohl wahr. Aber in den meisten Fällen halt doch. Ich bin nicht wirklich ein Freund großer Worte. Besonders ich gegenüber Fremden, wenn ich das sagen darf. Oh, was für ein schöner Tag.
Oh, dank dir recht herzlich. Dieser Lauch sieht lecker aus. George wird so glücklich sein. Er liebt es, wenn ich Eier mit Lauch zum Frühstück mache. Naja. Bisschen spät. Omas Geschenk. Alter, 500 Gold für so einen bubbeligen Lauch. Haben wir eigentlich hier oben rein? Nein. Können wir hier schnüffeln? Ah ja, hier können wir schnüffeln. Das Radio, die Sender. Das war's. Krass eigentlich, ne? Die so ein kleines Zimmerchen. Und er hier so einen riesen Schuppen. Was habt ihr denn im Kühlschrank? Gut sortierter Kühlschrank. Er ist leer. Okay. Bücherregal. Das nachtschwarze Leben. Memorien eines Bergarbeiters. Okay. Da liegt ein Buch. Ich will das lesen. Warum nicht? Okay. Okidoki. Was können wir denn mal Kluges tun noch? Der Frühling ist so gut wie zu Ende. Andere Tiere können wir uns noch nicht kaufen. Hallo Mani. Vor allem nicht, wenn sie nicht zu Hause ist. Wir können gucken, ob wieder Frühlingszwiebeln gewachsen sind. Die könnten wir ernten. Löwenzahn nehmen wir mal mit. Hallo Haley. Diese Bäume sehen dann immer so aus, als ob die schimmeln würden, ne? So. Oh. Ist hier noch was gewachsen? Oh ja. Hier sind ein paar Frühlingszwiebeln gewachsen. Sind es noch irgendwas Spannendes? Ja, hier geht's in die Kanalisation. Weil die mich jetzt nicht so umgehauen haben, auch wenn ich mich voll gefreut habe. Aber trotzdem. Das sind Blubbels, aber ich habe jetzt gerade keine Lust zu angeln. Wir brauchen ja Hartholz, ne? Haben wir ja schon festgestellt. Da geht's zu Rasmodius. Mit der enttäuschenden Klappe. Da war Joss am Seilspringen. So, dann gehen wir mal hier hin. Okay, das war jetzt echt kacke. Da oben sitzt noch einer. Ich habe dich gesehen. Wann wachsen hier Pilze? Also nicht, dass ich mich beschweren würde. So, das hier. Das Rätsel haben wir immer noch nicht gelöst von der Statue, ne? Ja? Noch immer auf der Suche nach dem süßesten Geschmack. Einer hier. Gut. Zack. 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 So, damit haben wir jetzt 16 Hartholz. Eigentlich muss ich mir angewöhnen, hier einmal am Tag oder so hinzugehen, damit wir das Hartholz zusammenkriegen. Mich auch wundert, was es hier mit diesem Baum auf sich hat. Und da irgendwas. Ich kann ja nicht links. Kann ich dem? Nein. Was anderes. Angeblich soll es noch eine neue Interaktion mit dem Pferd geben.
habe aber noch nichts gesehen. So. Das einmal weg hier. Weg damit. So, dann sammeln wir jetzt einfach hier noch ein bisschen Kohle ein. Kohle. Holz ein, so rum. Was weg ist, ist halt weg. Alter, hier voll die Armee an Nadelbäumen. Okay, die dezimieren wir jetzt erstmal. Wenn jetzt hier Moos und sowas noch kommt, ist ja ganz gut eigentlich. Wir wissen alle, ohne Moos nichts los. Bam, bam, bam. Ach ja. Und dann geht das hier. Zack und zack. Okidoki. Zack. Dann hier einmal. Hier einmal. Und dann gehen wir einmal das Pferd parken. Ach, wir haben nicht nach Seeigeln geschaut, ne? Naja, egal. Ich glaube, die Frühlingszwiebeln packe ich mal direkt hier rein. Das auch. Die Pilze Oh, wir haben wieder eine mysteriöse Box und noch irgendwas. Was haben wir denn hier? Ein Sportshirt. Ja, das kann man mal anlassen. Hier. Das, 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 das. Und den Rest packen wir erstmal hier in die gelbe Kiste. Das können wir verkaufen. Das Holz. So, hier haben wir mal den Schleim raus. Dafür packen wir die Frühlingszwiebeln hier rein. Beziehungsweise die Meuchel. So, dann packen wir nämlich den Schleim hier rein. Und den einen Pullover hier rein. Jetzt haben wir mal ein bisschen was anderes hier noch vom Spiel. Und dann packen wir das noch in unsere Versandbox. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich schmeiß uns jetzt hier einmal in die Koje. Jo, wir gehen ins Bett. Und dann haben wir hier wieder durch den eingelegten Blumenkohl gut was eingenommen. So, und damit wären wir am Ende der heutigen Aufnahme relativ ereignislos, würde ich jetzt mal sagen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.